Wir haben das Konzept eines mobilen Solarkraftwerks entwickelt, unseren Solartainer. Mit diesem Konzept können wir im globalen Süden Menschen Basisinfrastruktur leisten. Ich bin 2014, kurz nach dem Umbruch in Mali, zu Besuch gewesen und der Energieminister bat mich, beim Aufbau der Energieversorgung in Mali zu helfen und konnte dort ein 20 Megawatt Dieselkraftwerk besichtigen. Und das hat mich so berührt, wie man mit 50 Jahre alten Generatoren Strom erzeugt, dass ich sagte, okay, da möchte ich was verändern. Das mobile Solarkraftwerk besteht aus einem 40-Fuß-Container, 144 Modulen zu einer Gesamtleistung von 50 Kilowatt Peak und wahlweise zwischen 20 und 300 Kilowattstunden Batterie. Zusätzlich kann man Internet und Wasser buchen. Wir finanzieren unsere Anlagen über eine Anleihe. Das heißt, die Anleger hier in Deutschland können direkt in die Kraftwerke investieren, die wir dann vor Ort aufbauen. Und die Menschen bezahlen per Vorkasse ihren Strom. Und damit refinanzieren wir dann auch wiederum die Investoren. Dieses Projekt hat insbesondere überzeugt, weil hier ein ganzheitlicher Ansatz gefahren wurde. Aber auch das technische Konzept ist in sich sehr schlüssig. Und zwar geht es ja hier darum, dass wir eine gesamte Stromversorgungsanlage in Form eines Containers an den Zielort in Afrika bringen. Besonders überzeugend war natürlich auch erstmal der Bedarf. Also der Bedarf der Elektrifizierung in Afrika ist ja enorm. Und wir brauchen da Lösungen, die in sich funktionieren und nachhaltig funktionieren. Ja, die Dienstleistung, die hier vorgesehen ist, ist einfach die Lieferung von elektrischem Strom an dezentralem Ort. Das heißt, hier wird die Kilowattstunde Strom verkauft und das mit der Anlage, also mit diesem Container und der Photovoltaikanlage erzeugt. Und damit ist die Dienstleistung eigentlich von vornherein sehr klar. Also die Chancen für Afrika schätze ich als sehr hoch ein, weil wir hier endlich eine Lösung haben, die sehr kostenoptimiert Strom bereitstellt. Und wir können mit solchen Anlagen eben Stromgestehungskosten unterhalb der konventionellen Lösung liefern. Ja, wir freuen uns sehr, weil der hessische Energiepreis natürlich für uns auch als lokales Unternehmen eine ganz tolle Auszeichnung ist. Und wir nehmen den Preis heute Abend natürlich auch für unser ganzes Team, sowohl hier als auch in Afrika entgegen. Wir haben zwar schon einige Preise gewonnen, aber so ein Preis von unserer Landesregierung für uns natürlich auch nochmal eine Bedeutung hat. Ich meine, die Menschen arbeiten ja bei uns, kommen aus Darmstadt, aus Frankfurt, aus Wiesbaden und so ein hessischer Staatspreis hat schon was. Naja, wir teilen sie jetzt erstmal bei Facebook. Wir haben 1 Million Fans. Und wir teilen das natürlich auch sehr gerne und das Bild hat jetzt auch schon gerade für Furore gesorgt, ganz, ganz viele Likes, viele Kommentare. Die Leute verfolgen unser Projekt schon seit 4 Jahren und insofern ist das für uns auch eine tolle Bestätigung von unserer Arbeit.